Aber der Herr leid lang. Es hält minus 4,5 Grad so etwas. Also wieder feinster Pulverschnee. Mittlerweile ist 6. Und das hat dann mal da wieder aufgehört zu schneiden. It's snowy. B50 geht bereit.
Steiermark. Auf der A9 hängen Lkw vor dem Kleiner im Tunnel in beiden Richtungen. Deshalb gibt es da Verzögerungen. Aufgrund der Schneefälle und hängengebliebener Lkw gesperrt ist überhaupt die B73, die Kirchbacher Straße bei Ragnitz. Auf der A10 Richtung Villach ist nach Feistritz Überholspur nach einem Unfall blockiert. Und auf der B317 der Friesacher Straße bei Wolschert nach einem Unfall gibt es da in beiden Richtungen Verzögerungen. Auf der B50 bei Markt Allerau ist der Zubringer auf der A2 gesperrt. Da hängen Lkw, auch im Raum Oberwart hängen bei Bieringsdorf Lkw. Es gibt da kaum ein Weiterkommen. Auf der B3 Wahnsinn. Vom Hollabrunn bis Stockerau nur ganz langsam weiter. Auch da hängen Lkw auf der Schneefahrbahn. Vorarlberg. A14 Rheintal-Autobahn Richtung Lindau bei Frastanz ist nach einem Unfall die Überholspur blockiert. Was das? Ja, das war es jetzt vorerst. Ja, das ist nämlich erst kurz nach 6. Schauen wir mal, was da sonst noch fahren. Die Folgeverbindung enthält Produktplatzierungen. Ja. Und jetzt alle Bibel. Die haben halt sicher keine Unfallschnelle, die haben Gatsch. Uns ja aber häufiger. So um die 0 Grad. Bis zu ein paar plus 2 Grad hat es auch schon geschnitten. Da nützt einfach nichts mehr wie eine Schneekette, weil da greift der beste Winterhaufen einmal. Die Lamellen machen da einfach zu. Das ist also ein richtiger Pop. Der Winterwanderweg loshören. Was haben wir denn sich noch nicht? Zum Thema Pflug und jetzt was löst? Nein, die Woche. Mit einem der Chefs da geredet bei der Firma Reiter Ludnig. Die haben da eben den Anbaubock mit mehr Einschlag. Das war noch eben vereinbart, dass sie den kriegen auch noch und die Taschstrahlen kommen weg. Ich bin einfach lieber Gleitaler. Die Radlern. Von meinem Geschmack sind sie zu weit hinten. Das gehört jetzt da rein. So schaut es wieder los. Was ist denn jetzt schon wieder los da? Nein. Keine Hörer. Eben speziell da beim Obachtsraum. Je steiler das ist, desto leichter wirft er. Oder schiebt er den Schnee auf die, rollt er den Schnee auf die Seiten.
Zischchip oder so ein Riegel. Außen eine geraumte Spur. Das wird sich noch reden bleiben. Mit so einem steilen Schild oder mit weniger Vögel eben verhindern. Das bekam eben noch. Aber es ist immer noch mal gleich vorgenommen, dass man ein Video macht von Umbau. Und in dem Zuge war er noch im Flug nochmal der Klägen. Vor allem, was ich nicht erwarten können, die haben ja letztes Jahr oder was höheren lang als was. Da wie ich halt von der Kurve der Camping, wo es noch so ein Schneeraum war. So, da kommt das Leute auf den Weg stehen da. Darf ich den scheiß Zaunweg vergessen, wenn man weg stehen da. Was mir aufgefallen ist, YouTube müsste wieder irgendetwas geändert haben. Dass da viele nicht mehr benachrichtigt werden und so weiter. Keine Ahnung, was da los ist. Ich müsste es halt bei mir die Glocke aktivieren. Oder deaktivieren und nochmal neu aktivieren, weil es nicht funktionieren sollte. Aber ich weiß es auch nicht. Ich kriege auch eine halbe Weile da, die, was ich selber abonniert habe. Wenn man nicht selber hinschaut, dann wird da nichts mehr rumgezahlt. Weiß ich nicht, was da los ist. Oder es halt bei mir beim Browser irgendwie passt. Gatsch unten drin, oder? Hydrant. Was mir gut gefallen hat, ist eben jetzt die Rückmeldungen in die Kommentare. Weil ich gefragt habe im letzten Video oder in einem von den letzten Videos. Was bei einem Kasoma-Raum, da haben einige geantwortet.
ja. In Klosterneuburg haben wir es gesehen, löst sie ja mit dem. Wie die Firma geheißen, Attensam oder so. Die haben so einen. Maulrot-Fahrzeuge mit Autos auf Deutsch gesagt, so wie Jeepler. Mit einer Plastiktafel fördern. Sicher, für was? Na, sag ich, wenn es alle 5 Jahre mal ein bisschen Schnee macht, für was eben, weiß ich was heute nicht. Versteht man auch, aber wie es da draußen zügelt, wenn es 3 cm hält, soll ich es selber gesehen. Da ist einfach Chaos pur. Aber schön auf dem Millimeter, gell? Die Grüße sind auch gut umgekommen, obwohl ich muss sagen, ich habe ein etliche vergessen. Tut mir leid. Es sind einfach so viele, jetzt können wir noch auf die 40.000 auch was suchen. Machen wir das einfach wie anders. Wenn einer will, dass er gegrüßt wird, schreibt es in die Kommentare. Ja, gut noch. Bis zum nächsten Mal. Habe die Ehre, Mandarinen.